Hallo Internet, hallo Marvin. Willkommen zu Hause, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses Video. Ja, das hier wird, wie soll ich sagen, ein kleines Rant-Video, denn eine Sache ist gekommen in Scum und die ist sehr, sehr wichtig, die muss besprochen werden. Vor allen Dingen ist es sehr, sehr wichtig für neue Spieler und zahlt auch ein bisschen ein auf den Guide, den ich gemacht habe, beziehungsweise Dinge, die sich jetzt auch schon wieder geändert haben. Als allererstes möchte ich über den Change sprechen, den die Entwickler hier in diesen Hotfix reingebracht haben. Und zwar geht es um Remove Fame Gain from Looting Items. Olives are no longer the meta. Das ist schön und gut und ehrlich gesagt, ich begrüße diesen Change sehr. Denn ich bin ein PvP-Spieler und ich verstehe nicht, warum Leute auf einem PvP-Server spielen, nur um sich die ganze Zeit in der Base zu verstecken und Tee zu kochen. Das ist absolut sinnfrei und Kartoffeln farmen und Oliven farmen und Maden farmen und Käfer fressen und so weiter. Ganz ehrlich, das sollte nicht Fame-Punkte bringen. Ich meine, wie bescheuert sind die Leute in der Zukunft, dass sie dafür applaudieren, dass jemand eine Made findet und Oliven findet oder so? Das ist absoluter Quatsch und ist natürlich offensichtlich nur ein Platzhalter gewesen. Jetzt kommen sie aber und nehmen uns die Möglichkeit, Fame-Punkte zu generieren, mehr oder weniger ganz weg. Vor allen Dingen Singleplayer-Spieler und PvE-Spieler sind extrem betroffen von diesem Change. Denn ich meine, wie soll man jetzt Fame-Punkte generieren? Ich glaube, es ist so, dass wenn man 10 oder 15 Puppets tötet und ich spreche wirklich nur von Vanilla-Settings, dann ist es wohl so, dass man einen Fame-Punkt generiert. Und das Ding ist wohl auch so, wenn man lange überlebt, rumrennt in der Welt und eben überlebt, dass man hin und wieder mal einen Fame-Punkt bekommt. Aber das ist einfach viel, viel, viel zu wenig, sage ich mal, in einer gewissen Zeit auch die Händler mit in sein Gameplay zu implementieren. Weil, sind wir ehrlich, dieser Change beeinflusst eigentlich fast nur, wie wir mit den Händlern umgehen im Spiel. Weil Fame-Punkte, für was brauchen wir die? Die Fame-Punkte brauchen wir, um Gegenstände bei den Händlern freizuschalten. Das ist ja wie eine Art Rufsystem, das Ganze. Ja, für was braucht man das sonst eigentlich? Eigentlich für gar nichts. Ich meine, wir kriegen Fame-Punkte abgezogen, wenn wir sterben. Im PvP, that's it. Ansonsten haben wir das mit Geld. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt hier auch gechanged haben, aber allein nur über diesen Change, dass man, sage ich mal, nicht mehr so einfach Fame-Punkte bekommt, das ist schon massiv. Wie gesagt, das ist ein großer Eingriff ins Singleplayer und ins PvE-Gameplay. Und diese Leute, ja, für die ist es halt auch wichtig, dass sie den Access haben auf die Händler und da, sage ich mal, in einer gewissen Zeit halt horden können und ihr Gameplay durchziehen können. Jeder soll das Game so spielen, wie er gerne möchte, aber selbst das haben sie jetzt mit diesem Change ein bisschen untergraben und das ist sehr, sehr schade. Was jetzt aber kommen muss, aus meiner Sicht, sind eben Tasks, Quests, solche Dinge, die man auch wiederholen kann für PvE und PvP. Ganz wichtig, für beide sollte es Dinge im Spiel geben, die dafür sorgen, dass man mehr Fame bekommt. Und das Problem ist halt, Events, ja, das kann man auch machen, das ist schön und gut, aber das Problem an den Events ist, dass die Server laggen wie die Sau und die Performance runtergeht. Ach ja, und Singleplayer-Spieler, die können gar keine Events starten. Also ich habe langsam tatsächlich das Gefühl, dass dieser Hotfix gewisse Dinge kaputt gemacht hat, weil man vielleicht auf andere Art und Weise jetzt Fame-Punkte bekommt und aus Versehen hat dieser Patch das auch gleichzeitig irgendwie kaputt gemacht. Ich hoffe, dass sich die Entwickler dazu so schnell wie möglich äußern und vielleicht auch mal eine Perspektive geben, wie man mit diesem Change umzugehen hat. Für mich persönlich ist der Change jetzt eigentlich kein riesiges Problem, da ich eh sowieso PvP immer fokussiert habe, ich die ganzen Bunker mache etc. pp. Natürlich einschneidend auf der einen Seite, weil man nicht mehr seine Waffen ergänzen kann durch die Händler und so weiter und so fort. Munition ist nicht mehr so leicht zu bekommen für eine spezifische Waffe, aber es zwingt einen eben dazu, das Spiel in seiner Gänze jetzt zu spielen. Wenn wir mal von einem Online-Server ausgehen und nicht vom Singleplayer. Wir befinden uns eigentlich jetzt gerade wieder so ein bisschen in dem Zustand, wie das Spiel war, bevor die Händler ins Spiel gekommen sind. Und vielleicht ist es von den Entwicklern ja auch gewollt, dass Spieler mehr PvP machen und aufeinander losgehen, weil wenn man die Lore betrachtet, könnte man auch sagen, die Tag One Corporation belohnt, dass die Insassen aufeinander losgehen. Es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, das Ganze. Und was auch noch sehr, sehr kontrovers ist, ist, wie sie das Ganze einführen. Und zwar einfach in einem Hotfix, in so einer Randnotiz wird das irgendwie erwähnt. Hey, remove Fame Gain from Looting Items. Olives are no longer the meta. Und das kommt einfach in so einem Hotfix. Und viele Leute lesen sich jetzt auch nicht immer die ganze Zeit diese Sachen durch. Und ja, ich weiß, Early Access und das Spiel ist in der Entwicklung. Es ist eine aktive Entwicklung, da passieren solche Dinge. Das Problem ist einfach, das ist ein massiver Eingriff in das Meta-Gameplay und wie wir das Spiel bisher gespielt haben. Und so einen Eingriff sollte man auf gar keinen Fall
mit so einer Randnotiz in den Patchnotes mal erwähnen, sondern das ist eine große Sache, die hier kommt. Und sie müssen den Spielern auch Möglichkeiten geben oder zumindest die Optionen aufzeigen, die es jetzt gibt oder die man jetzt hat, um Fame-Punkte zu kriegen. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, das ist so eine Reaktion und ich finde das eigentlich auch nicht eine sehr professionelle Reaktion auf gewisse Dinge, die gewisse Streamer und Content-Creator Rakit gesagt haben in der Vergangenheit, direkt mehr oder weniger ins Gesicht von Tomislav. Da gab es eine relativ hitzige Diskussion über Fame-Punkte und wie man Fame-Punkte generiert in einem letzten Interview, was Tomislav mit Rakit hatte. Und ehrlich gesagt, ich persönlich fand den Ton, den Rakit da an den Tag gelegt hat, nicht sehr gut, nicht sehr professionell. Und ich kann mir vorstellen, dass sich so jemand wie der Tomislav oder so da ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt hat. Das ist einfach vielleicht auch nur, um da ein bisschen Kontext zu geben, warum der so aus der Hüfte geschossen kommt. Wie gesagt, das muss nicht so sein. Das ist vielleicht auch, ist ein neuer Bug mit reingekommen durch diesen Bugfix. Vielleicht wird sich das die Tage noch ändern, aber man sieht hier an dieser Stelle und deswegen mache ich auch das Video. Es ist sehr, sehr interessant, wie so kleine Änderungen, eine Zeile in den Patchnotes, eine Mechanik, kann so viel verändern in dem Spiel. Und auch das ist eine wichtige Message an Spieleentwickler. Das Spiel ist nicht nur eures. Sobald ein Spiel in den Early Access geht oder ihr es verkauft oder was auch immer, das Spiel rausgeht an die Öffentlichkeit und ihr eine Community habt, die dieses Spiel tagtäglich spielen, Leute, die 10.000 Stunden im Spiel haben und so Scherze. Das Spiel ist dann nicht nur euer eigenes Spiel, sondern die Community ist ein sehr, sehr aktiver und wichtiger Teil von diesem Spiel und das darf man als Spieleentwickler niemals vergessen. Besonders gerade bei einem Early Access Titel, der schon so lange in der Produktion ist wie Scum. Sie haben sehr harsche und kontroverse Changes gemacht, auch dass sie die Flugzeuge entfernt haben. Klar, die kommen wieder rein, etc. etc. Aber halt die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist manchmal sehr tollpatschig und beweist, dass sie nicht sehr viel Fingerspitzengefühl haben, wenn es darum geht, solche Sachen der Community zu verklickern und zu verkaufen. Das Spiel wird ja irgendwann in der Version 1.0 rauskommen und dann haben wir die Probleme hoffentlich nicht mehr. Dann wird ein Task-System bzw. Quests werden drin sein. Hoffentlich. Ich hoffe es wirklich sehr, dass es bald kommt, weil diese Tiefe fehlt dem Spiel und es verknüpft mit einer Art von Rufsystem wie mit den Fame Points und so weiter. Kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr cool werden könnte. Genauso mit verschiedenen Fraktionen, die eventuell ins Spiel kommen. Vielleicht auch nochmal was ganz Wichtiges. Für die Leute, die das Minigame-Design-Dokument haben, sprich das erste Scum-Supporter-Pack gekauft haben, lest dieses Mini-Design-Dokument. Ganz, ganz wichtig. Da stehen sehr viele Dinge drin, die in Zukunft noch kommen werden. Und da werden auch so Fraktionen erwähnt und andere sehr interessante Features. Ich hoffe, dass die Scum-Entwickler da in Zukunft ein bisschen ein besseres Händchen beweisen, denn solche Sachen, die sind einfach nicht gesund für das Spiel. Ja, es ist einfach ein Pain in the Ass, weil die Leute sind dann enttäuscht und hey Tobi, du erzählst da was in dem Video, was nicht stimmt, etc. etc. Deswegen ist es für mich eben auch nochmal wichtig, hier dieses Video zu machen. Dann noch was anderes. In meinem Video spreche ich darüber, dass in der Third-Person-View man praktisch nicht um die Ecke linsen kann. Also das heißt, wenn jetzt hier jemand hinter der Wand steht, dann kann man den nicht sehen in der Third-Person. In jedem anderen Game würde man eine Person, die hier hinter der Mauer steht, sehen können mit seiner Kamera. In Scum ist es nicht so und ich hoffe, dass dieses kleine Video euch zeigt, was ich wirklich meine. Ich habe leider kein Footage das letzte Mal dazu aufgenommen, aber das ist der Effekt gewesen. Ihr habt es gesehen, ich werde nochmal kurz zurückgehen. So funktioniert es. Euer Charakter sieht in der Third Person andere Spieler, nur wenn er sie auch in der First Person sieht. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden hier. Das dazu. Das Bunker-Video, an dem ich arbeite, das kommt noch. Es gab jetzt wohl auch Changes, wie die Razer und sich so verhalten in den Bunkern, wie sie spawnen und so weiter. Das hat natürlich auch wieder viel kaputt gemacht von meinem Guide, an dem ich gerade arbeite. Und das ist sehr, sehr unschön. Deswegen werde ich den Guide, wenn ich ihn rausbringe, relativ offen halten. Ich werde das Ding wahrscheinlich hauptsächlich über Gameplay machen, wo ich dann reingehe ins Spiel, es spiele und euch zeige, wie das Ganze funktioniert. Und ich werde da jetzt nicht wirklich ein wahnsinnig geskriptetes Video machen, denn es kann sein, dass in einer oder zwei Wochen schon wieder die Welt ganz anders aussieht. Und ja, ihr wisst es, ich arbeite, ich bin berufstätig, ich habe Family etc. pp. Ich kann nicht die ganze Zeit 40, 50 Stunden in ein Video investieren und die Entwickler gehen hin und bereiten einen nicht vor auf irgendwelche Changes und die Sachen kommen halt. Natürlich, das ist Early Access, das ist Risiko, so ist es halt bei diesen Sachen. Aber ja, es ist dadurch, dass ich halt nicht unendlich viel Zeit habe, ist es dann sehr
sehr, sehr frustrierend und vor allen Dingen dann die Kommentare, die da drauf kommen. Durch diesen Change, den wir jetzt haben, ist PvP im Moment der Fokus, wie man Fame-Punkte bekommen sollte. Also wenn ihr in Zukunft Fame-Punkte bekommen wollt, dann müsst ihr aktiv am PvP-Geschehen teilnehmen. Equippen müsst ihr euch über die Bunker und über die Polizeistation etc. Das ist immer noch gleich natürlich und schlussendlich geht das Spiel mit dieser Änderung auch ein bisschen back to the roots, weil bevor die Händler da waren, konnte man Scum nur so spielen. Aber was denkt ihr über das Ganze? Sind die Entwickler über die Stränge geschlagen oder ist dieser Change genau das, was Scum gebraucht hat? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und last but not least, wenn ihr den Channel unterstützen wollt, dann checkt unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung. Da geht es zu meinem Partner Instant Gaming. Da bekommt ihr die neuesten Games zu einem absolut fairen Preis. You know the deal. Ich bekomme was und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Instant Gaming hat gute Preise. Die haben ihre Keys von offiziellen Vertriebspartnern und eben die Sachen fallen nicht einfach vom Laster bei denen. Deswegen checkt die unbedingt aus. Gute Arbeit muss unterstützt werden. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber der PvPler in dir ganz besonders. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.